das Wetter, was man da auf Norderney hat, immer Wind und Sturm. Und im Hochwassergebiet, dass man besondere Anforderungen hat, war schon eine Herausforderung. Also mich fasziniert die komplette technische Gebäudeausrüstung und dass jedes Gebäude anders ist und jedes auch wieder eine Herausforderung. Ich bin hier für die Fachplanung Elektrotechnik zuständig, plane zudem die MSR-Seite mit, das Verbindungsglied zwischen Elektro und Heizung, Lüftung, Sanitär. Vor dem Hintergrund, dass Sie hier auch ein Molenkopf sind, der rund geschwungen ist, gehört etwas Rundes. Wir haben mit dem Architekten gemeinsam an diversen Entwürfen rumgefeilt und haben uns dann für diese etwas spacige Bauweise entschieden. Bei den heutigen Gebäuden kommt es natürlich immer auf Energieeffizienz drauf an. Hier wurde von dem Ingenieurbüro mehrere innovativen Techniken zusammen kombiniert, die wir in der Automationsaufgabe zusammenführen mussten. Allein auf der Gebäudekubatur kann man es nicht mehr normal handeln. Wir haben hier die komplette Automationstechnik für die haustechnischen Anlagen gemacht, die relativ komplex waren, was die Verknüpfung miteinander betraf. Das Ganze muss natürlich miteinander energetisch vernünftig verknüpft werden und das war ja eine gewisse Herausforderung in diesem Gebäude. Und daraufhin haben wir den Kontakt zu Vago hergestellt. Es ist tatsächlich so, dass wir viele Systeme hier im Gebäude haben, die zusammen auf das Vago-System geführt wurden. Da ist natürlich der große Vorteil bei Vago, dass wir dort sehr viele individuelle Schnittstellen haben, die dann an die Systeme angepasst werden können. Es ist kein Problem und einfach umsetzbar. Zusätzlich sind natürlich Peripherie-Einheiten, die wir steuern, wie die komplette Beleuchtungssteuerung im Außenbereich, im Innenbereich, über Bussystem, DALI. Wir haben hier die komplette Türsteuerung, die Entrauchungssteuerung gemacht und das hilft natürlich, die Automationsaufgabe global für das ganze Gebäude umzusetzen. Das war für uns genau der richtige Schritt. Einmal, weil wir ganz individuell auf die Kundenwünsche eingehen können und die Applikation wirklich dem Gebäude oder dem Kundenwunsch anpassen können. Und weil die Zusammenarbeit mit Vago auch hervorragend klappt. Die Firma Vago hat natürlich unser Geschäft auch gestärkt, sodass wir jetzt wirklich ausschließlich mit Vago arbeiten. Sehr viel Know-how steckt auch dahinter. Wir lieben offene Systeme, die klar strukturiert sind, die persönlichen Kontakte zu den Außendienstmitarbeitern. Stolz macht uns, dass wir in dieser fantastischen Architektur sehen durften, wie der Nutzer diese Technik auch angenommen hat. Passt wunderschön zur Insel, dieses Gebäude ist ein sehr innovatives Gebäude und fügt sich in das Bild von Norderney toll ein.